Linz. Die Salzburger hingegen, die kamen mit stolz geschwellter Brust nach Wien. Immerhin hatten sie die lange Misserfolgsserie gegen Sturm Graz beendet. Die Hoffnungen der Austria, die ruhten vor allem auf dem Heimkehrer, auf Andreas Ogris. Eigentlich enttäuschend, dass nur 3000 Zuschauer zum Spiel des Meisters gegen Casino Salzburg gekommen sind. Die Austria in den hellen Dressen, Andi Ogris und Ivan Ausgasser Sturmspitzen, die Bewacher Garga und Pinwinkel und ein derbes Foul hier von Garga gleich in der dritten Spielminute. Das gibt gleich zu Beginn des Spiels die gelbe Karte durch Schiedsrichter Holzmann. Trainer Otto Baric hat die Salzburger beinhart eingestellt. Sie spielen aggressiv, man sieht das an dieser Szene. Ivan Ausgasser setzt sich hier in einem Solo durch, wird aber immer wieder derb gestoppt und Fehler hier von Andreas Ogris, der den Ball weiterlaufen lässt. Auf Seiten der Salzburger Sabitzer und Keglewitz Sturmspitzen, gedeckt von Pfeffer und Frind, und der junge Schmidt spielt gegen Wilfurt Mantecker. Er soll die Räume des schnellen Salzburger Mittelfeldspielers einengen. Herbert Prohaska also eher mit seinem Betreuerstab auf Sicherheit bedacht. Pfeffer. Kern, herrlicher Pass auf die rechte Seite. Chuck, der aufgerückte Mittelfeldspieler. Und Prosenik hat hier vergeben. Auch Stöger hier im Bild hätte diese Flanke erreichen können. Abstoß von Ernst Mörth, dem jungen Torhüter im Tor von Salzburg. Er wurde von Feldbach geholt. Sehr aggressiv die Salzburger in allen Zweikämpfen und die Austria tut sich sichtlich schwer. Heribert Weber. Wilfurt. Guter Pass für den aufgerückten Leo Leiner und Kopfball von Sabitzer. Die Salzburger mit sehr viel Selbstvertrauen nach dem Sieg gegen Sturm Graz. Scheiber, zuvor haben die Austrianer aus Wien den Ball minutenlang nicht berührt. Keglewitz, Wilfurt, an die Stange, das ist Pech. Noch einmal die Salzburger, Scheiber, Keglewitz und das 0:1 in der 13. Minute. Salzburg führt also auf dem Horplatz. Hier noch einmal Wilfurt, Wohlfahrt wäre hier geschlagen gewesen. Scheiber kommt früher an den Ball, Frind bringt den Ball nicht weg und Keglewitz schießt das 1:0. Erich Obermeier kurz an der Outlinie, um seiner Mannschaft neue Tipps zu geben. Ivan Ausgas lässt sich hier etwas fallen, aber wie gesagt, er wurde immer wieder abgeklopft, wie es in der Fußballersprache heißt. Chuck, gefürchtet für seine Weitschüsse. Peter Stöger und Frind rutscht daneben. Sehr viele Fehlpasses, vor allem auf Höhe des gegnerischen 16ers, sehr zum Leidwesen von Herbert Prohaska. Sikelioglu, der aufgerückte Libero und Mörth. Wenn sich schon die Sturmspitzen der Wiener Austria bis jetzt nicht hundertprozentig durchsetzen können, die Verteidiger rücken immer wieder mit auf. Peter Rustic, Spielmacher bei den Salzburgern, sieht hier Keglewitz frei, aus etwas offside-verdächtiger Position. Und Frind stoppt hier das Solo von Keglewitz. Und Schiedsrichter Holzmann entscheidet auf Elfmeter. Zu Recht? Jawohl, Keglewitz ganz eindeutig von Frind zu Fall gebracht. Elfmeter, Peter Rustic. Ein scharfer Schuss und unter dem Bauch von Wohlfahrt der Ball zum 0:2 im Netz. Klarer Vorsprung für die Salzburger, aber die Wiener Austria hat auch im Meisterschaftsfinish gegen Admira Wacker noch einmal das Steuer herumreißen können. Sehr viel Einsatz von Andreas Ogris, obwohl ihm nicht alles gelingt. Und sehr viel Druck in den Schlussphasen der ersten Spielhälfte bei der Wiener Austria. Man weiß, dass man den Anschlusstreffer noch vor der Pause erzielen soll. Viele Revanche-Fouls. Hier hat man einen Foul von Ogris an Garga gesehen. Dann Sabitzer nach einem Foul von Chuck an ihm. Revanche-Foul am Kern. Und es gibt auch hier gelbe Karte. Und Otto Baric, wie so oft, immer wieder an der Outlinie. Wilfurt. Ogris. Man sieht hier, wie beinhart zu Werk gegangen wird. Guter Schuss von Ogris und gut gehalten wieder von Mörth. Eckball durch Peter Stöger. Ogris. Und der aufgerückte Mantecker, Toni Pfeffer, schießt in der 31. Minute per Kopf den Anschlusstreffer zum 1:2. Ein Stürmer legt dem Verteidiger dieses Tor auf und Mörth kann den Ball nur noch kurz ins eigene Tor schlagen. Nach der Pause kommt bei der Austria Thomas Flögl anstelle von Schmidt. Herbert
also auf Offensive und Christian Fürsthaler ersetzt den angeschlagenen Pinwinkler. Und gerade die beiden neu ins Spiel gebrachten Spieler prallen hier aufeinander. Chuck befördert den Ball ins Out. Flögel erleidet eine Kopfverletzung, kann aber weiterspielen. Und Christian Fürsthaler muss mit einer Gehirnerschütterung und einer Platzwunde vom Spiel, obwohl er eigentlich gar nicht auf die Tragbare will. Und Baric ruft nun Gassner. Er hat sein Austauschkontingent erschöpft und kann nur mit Mühe wieder auf die Trainerbank zurückgeschickt werden. Weiter rassiges Spiel, großer Einsatz wie hier von Flögel mit Kopfverband, geht an Heribert Weber vorbei, will auflegen für Andi Ogris, aber abgewehrt. Und Flögel, das sieht hier Herbert Prohaska, bringt neuen Schwung in das Spiel der Wiener Austria. Sabitzer, vereinzelte Konter nur noch bei den Salzburgern. Und Chuck, der nun Libero spielt, Pfeffer spielt gegen Wilfurt, die Manndecker sind nun Sekeleoglu und Frind, damit neuer Offensivgeist, Ivan Ausgas, guter Schuss und Mörk. Die Überlegenheit der Wiener Austria wird nun immer eklatanter. Nur vereinzelt die Gegenstöße, hier Garger, der nun mit Leiner Manndecker spielt, auch hier wurde die Taktik gewechselt. Links jetzt Feiersinger. Ein guter Wolleschuss von Christian Keglewitz, der nun durchspielen muss. Jurcevic kann nicht mehr eingesetzt werden, weil das Austauschkontingent eben erschöpft ist. Dann Nabekovas, der statt Frind ins Spiel genommen wurde. Totale Offensive nun angeordnet von Herbert Prohaska. Ein guter Kopfball von Andi Ogris. Andi Stein. Der Austria-Anhang wittert aber nun, dass die Mannschaft doch noch den Ausgleich schaffen könnte. Sabitzer. Peter Rustic, wieder ein weiter Pass für die schnellen Spitzen der Salzburger. Wohlfahrt aus dem Tor, bringt den Ball aber nicht unter Kontrolle, auch Prosenik nicht. Feiersinger, das Tor ist leer und Sekeleoglu fälscht den Ball mit der Hand ab. Proteste der Salzburger, die sich erinnern, dass der Steirer Kovacic am Tivoli in Innsbruck die rote Karte wegen dieses Handvergehens bekommen hat. Hier aber nur gelb von Schiedsrichter Holzmann, der keine Absicht bemerkt hat. Dann wieder ein Foul an Stöger. Vorteil. Ivan Ausgas gegen Scheiber. Freistoß für die Wiener Austria. Prosenik. Nabekovas. Persal von Sekeleoglu. Ein herrliches Tor zum 2:2 in der 76. Minute. Der verdiente Ausgleich für den Meister. Prosenik. Ogris. Rechts wäre Peter Stöger frei. Er sieht ihn auch. Stöger flankt sofort. Mörd vor Ivan Ausgas. Nabekovas. Auch hier entscheidet Schiedsrichter Holzmann auf Freistoß. Nach diesem Foul von Peter Rustic. Prosenik, Stöger und Chuck am Ball. Der Kapitän. Und das 3:2 in der 82. Minute. Man muss sagen, der verdiente Siegestreffer für den Meister. Hier noch einmal in der Wiederholung. Die Wiener Austria schlägt die Salzburger Austria nach einem kampfbetonten und spannenden Spiel 3:2. Die Mannschaft hat mit viel Herz gespielt und deswegen ist auch der Sieg noch zustande gekommen. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, wir haben 90 Minuten zittern müssen. Salzburg war sicherlich ebenbürtig und war vielleicht sogar noch stärker, als wir es erwartet haben. Ich weiß nicht, warum sind auf diesem Platz nicht richtige Verhältnisse und das Schiedsrichter nicht so pfeifen, wie muss man richtig pfeifen. In Tirol pfeift man so etwas, was ist überhaupt kein Absicht richtige und hier Absicht macht man nicht als Strafe. Ja, diese neue Regel, die wird sicherlich noch für einige Diskussionen sorgen. Eines ist klar, für das Wiener Derby am Mittwoch wurde jedenfalls kräftig die Werbetrommel gerührt. Völlig konträr.